Rubinstein, jetzt kommt sie, Rubinstein. Aber gesagt, du spielst mit mir. Ich muss noch die Girlanden aufhängen und aufräumen. Und Französisch lernen. Es ist aber ganz leicht. Ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist kackbraun. Rudi, später. Jean-Jacques kommt morgen früh und ich habe überhaupt noch nichts geschafft. Es ist so lange her, dass ich ihn das letzte Mal gesehen habe. Ich bin ganz aufgeregt. Ach, ja, das merkt man. Lass uns noch mal die Begrüßung durchgehen. Hoffer, sag du mal. Ich sehe was, was du nicht siehst, das... Später, Rudi, später, jetzt nicht. Also, salut, Jean-Jacques. Salut, Jean-Jacques. Oui. Gut. Und was heißt, schön dich zu sehen? Später. Ich hab ja wenigstens noch dich. Le Sipper? Enchanté. Enchanté. Siehst du, habe ich alles vergessen. Ja, das scheint mir auch so. Ach, riech mal. Oh. Hab ich selbst gemixt, ist Französisch. So. Also, ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist kackbraun. Und stinkt. Na? Sag los. Hallo, jemand da? Wir haben Feierabend. Notfall! Welcher Notfall führt Sie denn zu uns, Frau Maulbeer? Mein Neffe Paul, frisch vom Bahnhof. Also meine Schwester hat vielleicht Nerven. Hallo, Paul. Hallo. Ich bin Siebenstein. Möchtest du einen Kakao? Nein, danke. Also ich nehme gern einen. Moi aussi. Ah, du auch. Oui, oui. Voilà. Also stellen Sie sich vor, 3 Wochen soll ich ihn da behalten. Da habe ich überhaupt keine Ahnung von Kindern. Und dann auch noch ein Junge. Hey, wer bist denn du? Ich heiße Paul. Und was machst du bei der Maulbär? Meine Mama musste wegfahren. Und deshalb hat sie mich zu Tante Maulbär geschickt. Dabei kenne ich sie gar nicht. Aber ich, die wohnt da gegenüber. Mama hat gesagt, ich soll lieb sein. Und ja, keinen Dreck machen. Weil Tante Maulbär sehr, sehr ordentlich ist. Bestimmt meckert sie den ganzen Tag rum. Au, feier. Ich wette, sie mag gar keine Kinder. Bestimmt nicht. Und Tiere natürlich auch nicht. Ich glaube auch. Kann ich dir ein Geheimnis anvertrauen? Ja, klar. Aber niemanden verraten. Nicht mal Siebenstein. Denn so ein Kind gerne. Nein, keine. Super Indianer-Ehrenwort. Ja, aller superstes Indianer-Ehrenwort. 3 Wochen. Ich bitte Sie, Frau Siebenstein, was macht man denn 3 Wochen mit einem Kind? Ich habe gedacht, ich gebe ihm das Bügelzimmer. Aber wo bügel ich dann? Ich muss jetzt wirklich los. Meine Güte, ist das schon spät. Das war gut. Das Kind sollte jetzt wohl ins Bett, oder es hat Hunger, oder... Naja, Kinder wollen ja dauernd irgendwas, stimmt's? Wem sagen Sie das? Wiedersehen. Komm, Paul. Rudi, du musst unser Geheimnis für dich behalten. Ja, ich bin der allerunheimlichste Geheimnisbehalter. Paul? Kommst du jetzt? Ja. Tschüss, Paul. Tschüss. Kannst du mir sagen, was unsere Nachbarin eigentlich wollte? Sie hat keine Erfahrung mit Kindern. Dabei sieht ihr Paul doch sehr nett aus, oder? Paul ist sehr, sehr nett. Oh, moi, je suis très fatigué. Moi aussi. Ich gehe schlafen. Mon cher Coffee. Bonne nuit. Cher Koffer, die spinnen ja.
Enchanté. Enchanté. Enchantement. Koffer? Ja? Erinnere mich daran, dass ich dir morgen früh die Scharnieröle, du quietschst. Was? Doch, ich quietsch doch gar nicht. Rüdi, kommst du? Nee, ich schlaf heute mal hier. Gute Nacht, Rudi. Schön leise sein. Boah. Ihr seid aber süß. Rudi, machst du bitte das Licht aus? Ja, ja. Ich bin gleich wieder da. Und wenn der Koffer schläft, dann hole ich euch was zu fressen. Fein, ich komm gleich wieder. Aha, Schweine, das sind ja Schweine. Aber nur ganz kleine. Wo hast du die denn her? Na, von Paul. Aber du darfst nichts verraten. Ich hab Paul mein allersuperstes Indianer-Ehrenwort gegeben. Ja, ja, schon gut. Ich kann Geheimnisse gut für mich behalten. Lass doch mal sehen. Oh, die sehen ja fast aus wie die beiden Meerschweinchen von Bruder Gregor. Gregor Mendel, meinem Freund. Was? Du hattest auch mal Meerschweinchen? Ja, ja. Und die mussten wir auch verstecken. Es ist mir, als wäre es gestern gewesen. Es begann im Sommer 1865. Damals lebte ich im Kloster in der tschechischen Stadt Brünn. Hier half ich dem Mönch Johann Gregor Mendel, der in seiner Freizeit ein leidenschaftlicher Naturforscher war. Da fliegen schon wieder drei raus. 2 Uhr nachmittags. Flugaktivität ist eindeutig erhöht. Sehr interessant. Oh je, das Mittagessen scheint heute ja wieder mal sehr dürftig gewesen zu sein. Mehlsuppe. Oh, so dünn, dass man den Sprung im Tellerboden sehen konnte. Du wirst noch die ganze Ernte aufessen. Ein paar Erbsen brauchst du noch als Saatgut fürs nächste Jahr. Ja, ja. Wie das duftet. Köstlich. Ach, deine heimliche Esserei wird dir noch mal eine Menge Ärger mit dem Abt einbringen. Bruder Gregor! Der Abt! Wo seid ihr? Autsch! Bruder Eberhard ist soeben aus Peru zurückgekehrt. Wir wollen uns zu seiner Begrüßung versammeln. Ich war's nicht. Das Erbsensüppchen ist fertig. Ah! Ja. Eine versteckte Küche. Bruder Eberhard! Nur die Ruhe. Wenn du mir hier aus ein schönes Abendessen machst, wird der Abt von deinen Heimlichkeiten auch nichts erfahren. Huch! Was ist das denn? Meerschweinchen. In Peru eine Delikatesse. Schon die alten Inkas haben sie gegrillt und gebraten. Sind die niedlich? Sowas kann man doch nicht schlachten. Und ob? Du hast 20 Minuten Zeit. Inka, Minka, ihr beiden Süßen, wo soll ich denn bloß mit euch hin? Na, hier in deiner kargen Zelle wirst du kein Versteck für sie finden. Gregor, nein, nicht mit mir. Ein Koffer ist doch kein Kleintierkäfig.
Bruder Gregor? Ja? Ah, hier bist du. Hm. Wo bleibt mein Abendessen? Bruder Eberhard. Oh, tut mir leid, aber dein Abendbrot ist abgehauen. Auf seinen kurzen Stummelbeinchen. Ach so. Ja. Das wirst du noch bereuen. Pipi machen auf mein feines Innenfutter, so eine Schweinerei. Die Tierchen verschwanden im Garten. Dort waren sie aber nicht lang allein. Bruder Mendel ist hemmungslos verfressen. Das ist eine Todsünde. Um seine Gier zu stillen, hat er sogar heimlich hier in seinem Garten Erbsen gepflanzt. Schaut selbst. Oh. Erbsen? Wo? Ich sehe nichts. Das ist Teufelei. Teufelei? Bruder Eberhard, das ist eine üble Verleumdung. Bruder Eberhard waren wir los. Der Abt hatte ihn zur Strafe für sein böses Mundwerk fortgeschickt. Im nächsten Frühjahr erblühten die neu gepflanzten Erbsenranken. Sag mal, Koffer, ist dir das eigentlich auch aufgefallen? Im letzten Jahr waren die Blüten nur rot und weiß. Und aus ihren Samen wachsen nun auch rosa Blüten. Gregor, im Moment haben wir für deine Forschungen wirklich keine Zeit. So viele. Wie soll ich euch nur alle satt kriegen? Da gibt es nur eins. Oh, wie niedlich. Und ich ein kleines, schwarzes. Ich möchte ein klitzekleines, geflecktes. Moment mal, das müssten die Urenkel von Inka und Minka sein. Die sehen ja ganz anders aus. Nicht schwarz oder weiß, sondern gefleckt und grau. Doch, das ist ja wie bei den Erbsen. Erst waren die Blüten nur rot und weiß und nun auch rosa. Interessant. Moment, Kinder. Das muss ich erst noch genau notieren. Och, Herr Mendel. Koffer, schnell, hilf mir zählen. Erste Generation, eins schwarz, eins weiß. Zweite Generation, 1, 2, 3, 4, schwarz. Ich nehme 2 graue. Was? Oh, wei. Herr Abt, das lässt sich erklären. Nicht nötig. Ich kenne Sie längst. Alle Geheimnisse von Bruder Mendel. Aber die gehen mich jetzt nichts mehr an. Nein, nicht? Mich hat der Heilige Vater nach Rom gerufen. Ab morgen bist du hier der Abt. Und kannst forschen und von mir aus sogar kochen, was das Zeug hält. Dritte Generation, 3 schwarz, 1 weiß, das ist für dich. Vierte Generation, 3 grau, 2 gefleckt, 1 bekommst du. So entstanden die ersten Aufzeichnungen zur Vererbungslehre. Denn anhand der Erbsen und Meerschweinchen fanden wir heraus, wie sich das Aussehen, zum Beispiel die Fellfarbe, von den Eltern auf die Kinder überträgt. Diese Wissenschaft der Vererbung nennt man heute Genetik. Psst! Rudi! Rudi, wach auf! Die Schweine sind los! Hä? Was? Wo? Psst, da! Es ist weggelaufen! Du musst es wieder einfangen! Schnell! Komm zurück! Très bien, monsieur. Le flacon. Les croissants? Nein. So. Bonjour, Monsieur. Also gut. Und selbst so früh schon wach? Rudi, was machst du? Ich wollte dir nur mal guten Morgen sagen, weil ich dich so lange nicht gesehen habe. Das stimmt, eine ganze lange Nacht nicht. Kommst du mit in die Küche? Hilfst du mir Croissants backen? Nee, ich muss noch ganz dringend kurz mal was mit dem Koffer spielen. Meine Güte, das war knapp. So geht das nicht weiter. Du musst es ihr sagen. Nein, ich hab's Paul versprochen. Und man muss ein Indianer-Ehrenwort halten. Aber das weiß ich doch auch. Ja, und? Wo willst du sie denn verstecken? Siebenstein kennt jeden Winkel hier im Laden. Ich bin der beste Versteckerfinder der Welt.
Schneiden Sie zwei Stücke auf 15 cm mit einem scharfen Messer. Schneiden Sie mit einem scharfen Messer zwei Dreiecke, A 20 cm. Brauche ich ein Lineal. Schnell! Da seid ihr sicher. Da geht Siebenstein sowieso nicht hin. Weiß einer von euch, wo mein Lineal ist? Ich glaube, ich habe es zuletzt im Puppenhaus gesehen. Hier so. Meine Scharniere! Du wolltest sie doch einölen. Stimmt, aber das Quietschen kommt von da. Halt! Das mit dem Quietschen, das war ich. Ja, ich übe gerade Schweinisch. Was? So wie du Französisch lernst, so lerne ich halt Schweinisch. Stimmt's, Koffer? Was? Ach so, ja, ja. Ja, der Koffer kann nämlich auch Schweinisch. Hat er mir gestern erzählt. Du spinnst wohl. Was heißt denn guten Morgen? Guten Morgen, ja. Siehste? Und was heißt, wir haben Hunger? Koffer, das ist unglaublich, was du alles weißt. Ich verstehe gar nichts. Ich verstehe auch nichts, Rudi. Wenn du noch einmal so einen Blödsinn erzählst, dann... Was denn? Du bist doch super in Schweinisch. Was? Das sind doch die Einkäufe von Frau Maulbär. Rudi, könntest du mal zu Frau Maulbär fliegen? Später. Ich kann jetzt nicht. Später. Mist, schon wieder abgehauen. Micky und Mucki, wo seid ihr? Ich würde sie ja eher Drecki und Flecki nennen. Wieso? Ich sehe was du nicht siehst. Und das ist kackbraun. Du? Blödsinn. Da guck mal auf den Boden, ne? Überall kleine Meerschweinchenkötel. Was? Meerschweinchen müssen halt auch mal. Aber doch nicht im Laden. An deiner Stelle würde ich das schnell wieder wegmachen, bevor Siebenstein das sieht. Ich? Wieso denn? Wer sonst, hä? Schließlich bist du hier der Tierpfleger. Ich bin mir nicht sicher, ob das die richtige Methode ist. Vorsicht! Rudi, was machst du denn? Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Vorsicht! Das ist eine Katastrophe! Was ist denn hier? Man kann keinen Schritt laufen, ohne zu stolpern. Was ist hier passiert? Na ja, also Rudi kennt da so ein neues Spiel. Ja, aber doch nicht jetzt. Siebenstein ist stinksauer. Ihr könnt doch nicht einfach überall hinmachen, ihr Ferkel. Hä? Jetzt ist Schluss. Ihr kommt jetzt sofort mit. Was riecht denn hier? Rudi? Rudi, komm aufräumen! Rudi! Wo steht der bloß? Also, ich habe ihn nicht gesehen. Was riecht hier so komisch? Na ja, vielleicht ein neues französisches Parfüm? Hier riecht's nicht, hier stinkt's. Wenn du meinst, also tupu, il pu, el pu, en ou pu. Was redest du? Pué, das heißt stinken auf Französisch. Ha, ich weiß, wo er ist. Oh. Also, ich erkläre euch das jetzt. Wenn man mal muss, dann geht man aufs Klo.
Ihr müsst nur schön hier hochkrabbeln und dann... Rudi? Oh, Rudi, Siebenstein, was ist denn passiert? Sie hat versprochen, nichts zu verraten. Guck mal, sind die süß. Oh ja. Du musst jetzt aufräumen. Es stinkt aber so. Trotzdem. Oh, wie das kitzelt. Doch. Rudi, bist du fertig? Fertig. Da hinten, da ist noch was. Ja, ja. Ich muss mich umziehen. Jean-Jacques kommt gleich. Hallo. Ist hier niemand? Frau Maulbeer, was können wir denn für Sie tun? Sie haben hier etwas, das mir gehört. Ach ja? Und was soll das sein? Mein Mittagessen. Wie bitte? Mein Mittagessen. Sie sollten doch heute in den Backofen. Was? Puffer! Sie ist eine Meerschweinchenfresserin. Ja, ja. Sie müssen doch hier irgendwo sein. Also, wir haben keine Ahnung, wovon Sie reden. Oder habt ihr sie etwa schon gegessen? Du spinnst wohl! Wir fressen doch keine Meerschweinchen! Meerschweinchen? Und wir werden auch zu verhindern wissen, dass sie den Kleinen etwas antun. Komm ja nicht hierher! Ich darf doch sehr bitten. Frau Siebenstein? Frau Maulbeer, Sie suchen bestimmt Ihre Einkaufstaschen. Siehst du? Da sehen Sie ja meine Frühlingsröllchen. Frühlingsröllchen? Ja, was habt ihr denn gedacht? Tante Elfi. Hallo Paul, was hast du denn da? Du brauchst keine Angst zu haben. Sie ist keine Meerschweinchenfresserin. Ich höre dauernd Meerschweinchenfresserin. Ich würde doch niemals Meerschweinchen essen. Und überhaupt, welche Meerschweinchen? Sind die niedlich? Ja, das sind Mikunuk. Und das sind deine? Ja, willst du sie nicht mit nach Hause nehmen? Ich glaube, ich habe sogar noch einen alten Käfig auf dem Speicher. Kinder doch leid. Ja, und Tiere auch. Kommt mal wieder vorbei. Ja, tschüss. Das ist doch... Jean-Jacques. Willkommen, willkommen, wir laden alle ein. Ob jung, ob alt, ob groß, ob klein, auf Esel und Stein. Willkommen, willkommen, wir laden alle ein. Ob jung, ob alt, ob groß, ob klein, herein bei Siebenstein. Bonjour, Kuckuck, welcome, da grüßt man anderswo. Buongiorno, hallo, hallo, salam, herein spaziert, hallo. Willkommen, Kalimera, Dobri Diem und Dobberda. Wir sprechen alle Sprachen hier. Ich auch, das bin ich dran. Ich weiß genau, wie Schweinisch geht. Und ich sag's, wie's ein Schaf versteht. Mäh, mäh, mäh. Willkommen! Willkommen! Wir laden alle ein. Ob jung, ob alt. Ob groß und klein. Auch Esel, Schaf und Schwein. Bonjour, du süßes Schweinchen. Wie geht's deinem Schweinebauch? Er knurrt. Mäh, mäh, meine Augen. Frau Schaf, Emma Damm, wir haben noch Croissants. Ja, genau, wir haben für alle eins. Na gut, das Größte, das ist deins. Willkommen, willkommen, wir laden alle ein. Bei uns gibt's viele Leckereien, herein bei Siebenstein. Willkommen, willkommen, wir laden alle ein. Ob jung, ob alt, ob groß, ob klein, auch Esel, Schaf und Schwein.